Pressure at 40 pounds. Let's go to cruise. Safety off, accelerate. Clear. Mit einer auf dem Fahrzeug befestigten Abrollwinde lassen sich diese amerikanischen Drachenflieger auf über 700 Meter Höhe schleppen. Anfang der 70er Jahre hatte das Drachenfliegen von Amerika über Australien auch den europäischen Kontinent erobert. Das Gleitschirmfliegen, auch Gleitsegeln oder Paragliding genannt, wurde innerhalb der letzten Jahre ebenso populär wie das Drachenfliegen. Obwohl das Gleitsegeln denselben geistigen Vater wie das Drachenfliegen hat, ist in den USA seine Popularität noch deutlich geringer als in Europa, wo sich seit Mitte der 80er Jahre einige tausend Piloten dem neuen Sport verschrieben haben. Schon längst haben Drachen- und Gleitschirmflieger bewiesen, dass ihre Fluggeräte auch bestens zum Thermik- und Streckenfliegen geeignet sind. Speziell konstruierte Doppelsitzergeräte ermöglichen die Mitnahme eines Passagiers. Motor und Propeller machen den Hängegleiter zum Ultraleichtflugzeug und eignen sich sogar zum Flugzeugschlepp. Wettbewerbe spornen nicht nur zu fliegerischen Höchstleistungen an, sondern beflügeln auch die Fantasie der Teilnehmer. In den Dünen von Kitty Hawk an der Ostküste der USA, bekannt durch die Flugversuche der Gebrüder Wright, treffen sich alljährlich amerikanische Drachenflieger zu einem spaßigen Nostalgiewettbewerb. Beim Ground Skimming, dem dicht über dem Boden dahinschweben, gedenken sie der alten Zeiten, als Mitte der 60er Jahre eine Handvoll kalifornischer Enthusiasten nach dem Motto Low and Slow, langsam und tief, sich ihren Traum vom Fliegen erfüllten. Hier in Kitty Hawk lebt seit seiner Pensionierung der ehemalige NASA-Ingenieur Francis Melvin Rogallo, dem seine Freunde schon zu Lebzeiten ein kleines Denkmal gesetzt haben. Der heute 78-jährige Wissenschaftler erinnert sich. In 1945 hatte ich die Idee, Tragflächen wie Bootsegel zu bauen, um sie preiswert und für die Aufbewahrung und den Transport faltbar zu machen. 1948 dachte ich jedoch, vielleicht können wir Tragflächen ohne irgendein versteifendes oder starres Element bauen, um sie in einem Beutel aufzubewahren, solange sie nicht gebraucht werden. Wir erhielten ein Patent auf diesen Flügel. Hier wird er noch als Kinderdrachen gezeigt. Später benutzten wir ihn als Gleitsegel und Flugzeugflügel. Mittlerweile fliegen auch in Deutschland viele als Hängegleiter, Gleitschirm und Ultraleichtflugzeug. Tatsächlich beschreibt das Patent technische Möglichkeiten, die erst Jahrzehnte später verwirklicht werden. Dazu gehören rechtwinklige
und elliptische Formen ebenso wie der Vorschlag, vorne offene Kammern im Flug durch den Fahrtwind aufzublasen, um so die Fläche zu stabilisieren. Francis Rogallo darf daher zu Recht als geistiger Vater des Drachen- und Gleitschirmfliegens gelten. Mit diesem kleinen Drachenmodell beginnen 1948 Rogallos Forschungen an flexiblen Tragflächen. Aus Stoffresten eines Vorhangs näht seine Frau Gertrude sozusagen das Urmodell der heutigen Hängegleiter. Getestet wird es in einem selbstkonstruierten Windkanal in der Küche der jungen Familie. Als junger Flugzeugbauingenieur hatte Francis Rogallo innerhalb des amerikanischen Luftfahrtforschungsinstituts NACA während des Krieges im Windkanal an der Optimierung konventioneller Flugzeuge gearbeitet. Jetzt will er in Vorträgen Fachleute und Industrie für seine Forschung an flexiblen Tragflächen gewinnen. Doch nicht einmal seine eigene Dienststelle ist an dem Kinderspielzeug, wie einige es nennen, interessiert. Unbeirrt arbeiten die Rogallos in ihrer Freizeit weiter an dem Projekt. Mit neuen Materialien entsteht aus dem noch schwerfälligen Stoffmodell tatsächlich ein begehrter Kinderdrachen. In 1952 licensed Company up in Connecticut. 1952 erlaubten wir einer Firma in Connecticut, diese Drachen herzustellen. Der Hersteller machte die Drachen genau wie wir, verkaufte sie jedoch in dieser Röhre. Ich glaube, dass ungefähr 7000 Stück davon verkauft wurden. Anfang der 50er Jahre verwendet Rogallo als einer der ersten das neue, von Fachleuten als Wunderfolie gepriesene Mylar für seine Drachen. Well, this is a Flexikite. It's a very simple construction. It's just one sheet of Mylar. Dies ist ein Flexikite. Eine sehr einfache Konstruktion aus einem einzigen quadratischen Stück Mylar. Vier gleich lange Schnüre sind an den Seiten und am Kiel befestigt. Ich kann den Drachen mit einer oder mit zwei Schnüren fliegen. Damit ist sogar Kunstflug möglich. Ganz einfach. Außerdem ist er wasserfest und unzerbrechlich. Einige tausend verkaufter Exemplare stellen zwar einen gewissen Erfolg dar, doch die Fachwelt ignoriert noch immer die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Rogallos revolutionärem Konzept. 1957 erschüttert ein schwerer Schlag die amerikanische Nation. Die Sowjets haben mit dem erfolgreichen Start von Sputnik 1 und 2 die erste Runde im Wettlauf um den Weltraum gewonnen. Hastig wird das bisherige Forschungsinstitut NACA in die amerikanische Weltraumbehörde NASA umgewandelt. Plötzlich sind auch unkonventionelle Ideen gefragt. Rogallo bietet erneut sein mittlerweile 10 Jahre altes Konzept an. Der Durchbruch kommt mit der Unterstützung durch den deutschen Raketenfachmann Werner von Braun, der innerhalb der NASA leitende Funktionen hat. Um 1960 besuchte Dr. Werner von Braun das Langley Research Center. Wir erzählten ihm von flexiblen Flügeln und zeigten ihm dieses kleine Modell. Dr. von Braun dachte, flexible Tragflächen wären eine gute Möglichkeit, ausgebrannte Raketenstufen zur Erde zurückzubringen. Unter Leitung von Francis Rogallo startet die NASA ein aufwendiges Forschungsprogramm zur Weiterentwicklung seines Flügels. Da unter den NASA-Wissenschaftlern immer noch Skeptiker sind, die sich mit der Idee einer gänzlich flexiblen Fläche nicht anfreunden wollen, werden die Flugeigenschaften im Normalflug und beim Eintritt in die Erdatmosphäre zunächst mit halbstarren Konstruktionen erforscht. Als Last dienen Modelle von Raketenstufen und ähnliche Objekte.
Zur Optimierung seiner Flügel steht Rogallo und seinem Team sogar der zur damaligen Zeit größte Windkanal der Welt zur Verfügung. In diesem für Originalfluggeräte konstruierten Windtunnel von Langley testeten wir in den 60er Jahren flexible Flügel, groß genug, um sogar Menschen zu tragen. Mittlerweile ist auch das Militär an Rogallos Konstruktionen interessiert. Mit einem Messgerät für kleinste Teilchen in der Atmosphäre soll nach einem Atomschlag der Verseuchungsgrad gemessen werden. Das Gerät hängt an einem halbstarren Rogallo-Flügel und soll nach dem Abwurf selbstständig aus allen Luftschichten Proben einsammeln und auswerten. Ein anderes Militärprojekt sieht die Verwendung als Lastensegler vor. Beim Absetzen schwerer Lasten bewährt sich eine faltbare Version aus aufblasbaren Stoffröhren. Während die militärischen Versuche geheim bleiben müssen, darf Rogallo die innerhalb der NASA gefundenen Ergebnisse öffentlich vorstellen. Nach diesen Fotos konstruiert der junge Amerikaner Barry Hill Palmer 1961 aus Bambus und Zellophan seinen ersten Hängegleiter. Er wird damit zum ersten Drachenflieger der Welt. Wenig später baut sein Landsmann Thomas Purcell den wahrscheinlich ersten Schleppdrachen für Land- und Wassereinsatz. Auch bei der NASA ist man inzwischen auf die Idee gekommen, den Rogallo-Flügel auf einem Fahrwerk zu montieren. Die Firma Ryan Aircraft entwirft für NASA und Militär zunächst einen für Trainingszwecke gedachten Schleppdrachen. Ein eigener Antrieb macht daraus eine eigenstartfähige Transportmaschine mit aerodynamischer Steuerung, die bis zu einer Tonne Last tragen kann. Es ist erneut Barry Hill Palmer, der den luftsportlichen Aspekt dieses Gerätes erkennt und das wahrscheinlich erste Ultraleichtflugzeug der Welt konstruiert und fliegt. Das Gemini-Programm der NASA soll die von Präsident Kennedy zum Ende des Jahrzehnts angekündigte Mondlandung vorbereiten. Rogallo und sein Team testen mit Modellen der Raumkapsel bis Originalgröße die Einsatzmöglichkeiten als Rückführungssystem zur Erde. Astronauten absolvieren bereits ihre ersten Trainingsflüge mit dem neuen System. Endlich erwägt die NASA den Einsatz einer gänzlich flexiblen Fläche, wie sie Rogallo schon immer als eigentliches Ziel seiner Forschung gesehen hatte. Im Windkanal wurde der Flügel optimiert und schon mehrfach auf seine Einsatzmöglichkeiten überprüft. Einkielige und im Gleitverhältnis günstigere doppelkielige Varianten beweisen ihre Tauglichkeit bei Abwürfen mit funkferngesteuerter Zielfindung. Bei der Demonstration während eines Flugtages kreist der Gleiter in thermischen Aufwinden eine halbe Stunde lang über den Köpfen der verblüfften Zuschauer. Unter ihnen Mitglieder der legendären Fallschirmtruppe Golden Knights. Sie bestürmen Rogallo und sein Team, ihnen diese Flügel als Sprungschirme zu überlassen.
Die Firmen Pioneer und Irwin entwickeln daraus mit Hilfe des Sprungexperten Steve Snyder die ersten Sprunggleitschirme. Francis Rogallo sieht seine Idee des einfachen und preiswerten Fluggerätes bestätigt und experimentiert in seiner Freizeit weiter. Mitte der 60er Jahre sieht man ihn immer wieder am Strand von Kitty Hawk, wie er den Gleitschirm mit einem Seil gefesselt, seine beiden Töchter Carol und Frances als Testpilotinnen minutenlang in der gleichmäßigen Seebrise fliegen lässt. Bald wird das Gleitschirmfliegen auch für die Nachbarkinder ein begehrter Freizeitspaß. Fast 25 Jahre später wollen wir die Ereignisse von damals für die Kamera wiederholen. Seine Tochter Carol stellt sich wieder als Pilotin zur Verfügung. Francis Rogallo hat wie damals Kontrollleinen an der Nase des Flügels befestigt, um ein Aufbäumen zu verhindern. Carol kann außerdem mit zwei Steuerleinen, wie bei den heutigen Schirmen, die Hinterkante herunterziehen, um Richtung und Geschwindigkeit zu bestimmen. Leider ist die Seebrise nicht stark genug, um vom Boden abzuheben. Diese Versuche von damals sind die Geburtsstunde des bemannten Gleitsegelns. Sie bleiben jedoch ohne Einfluss auf die Entwicklung des gerade zaghaft beginnenden Drachenfliegens. Bei der NASA finden inzwischen die starren und halbstarren Rogallo-Flügel nur noch bei der Erprobung von Raumgleitermodellen, den Vorläufern des heutigen Space Shuttle, Verwendung. Im Windkanal wird erforscht, wie die Gleiter nach dem Wiedereintritt in die Atmosphäre bei einem Notfall sicher zur Erde gebracht werden könnten. Effektiver erweisen sich jedoch auch hier die gänzlich flexiblen Gleitschirme in doppel- und einkieliger Ausführung. Im mittlerweile angelaufenen Apollo-Mondlandeprogramm der NASA ist der Einsatz eines wiederverwendbaren Raumgleiters jedoch noch nicht vorgesehen. Es geht darum, die tonnenschwere Kommandokapsel auf andere Weise heil auf die Erde zu bringen. Rogallos Team muss beweisen, dass der Gleitschirm auch schwerste Lasten sicher absetzen kann. Da zur Verarbeitung dieses Stoffes Nähmaschinen nicht geeignet sind, werden alle Bahnen und Verstärkungen mit einem Spezialverfahren galvanisch verschweißt. Die Entwicklung erreicht ihren Höhepunkt mit dem erfolgreichen Absetzen eines mit Messinstrumenten bestückten Roboterfahrzeugs. Um die Belastungen auf das 3 Tonnen schwere Gerät möglichst gering zu halten, teilt ein programmierter Öffnungsmechanismus den Entfaltungsstoß in exakt vorbestimmte Phasen ein. Sprengkapseln öffnen nacheinander die gewaltige Fläche auf über 20 Meter Spannweite und Länge. Dieser doppelkielige Gleitschirm erreicht ein Gleitverhältnis von 1 zu 3,5, das heißt, er gleitet aus 10 Kilometern Höhe 35 Kilometer weit. Die Instrumente verzeichnen Werte, aus denen eindeutig die Eignung für die Apollo-Flüge hervorgeht. Dennoch entscheidet die NASA auf Einsatz des konventionellen Fallschirms. Nach den Mondflügen stellt die NASA mit Entwicklung des Space Shuttle außerdem alle weiteren Forschungen an seinem Flügel ein. Anfang der 70er Jahre geht Francis Rogallo enttäuscht in den vorzeitigen Ruhestand. Doch seine Idee lebt. Drachenflugpioniere wie Dave Kilbourn, die Wills-Brüder, Bill Moyes, Bill Bennett und viele andere lösen eine ungeahnte Bewegung aus.
1974 will Francis Rogallo endlich selbst einmal das Gefühl des Schwebens mit dem aus seiner Idee entwickelten Flügel spüren. Bei Pete Brock in Torrance Beach absolvierte eine Drachenflugausbildung und stellt zufrieden fest, dass seine jahrzehntelange Arbeit letztendlich doch nicht vergeblich war.